Und damit herzlich willkommen zu diesem vorerst letzten Resident Evil Video. Ich habe mir eure Kritik zum Herzen genommen. Ihr habt vollkommen recht, es kommt viel zu wenig Godzilla-Content. Habt ihr vollkommen recht, sehe ich auch ein. Ab Montag wird auf jeden Fall wieder regelmäßig Godzilla-Content kommen. Und da halte ich mich jetzt auch dran. Warum ich aber trotzdem nochmal über Resident Evil Welcome to Raccoon City sprechen möchte und auch wirklich mal ausführlicher sprechen möchte, ist ganz einfach, weil Resident Evil, was Gaming angeht, also die Spiele, die liegen mir wirklich sehr am Herzen. Und ich habe ja hier sogar meine Chris Redfield-Figur, die ich immer wieder ganz gerne zeige, die ich damals bei Games gewonnen habe, beim lieben Wolf. Gerade von den ersten beiden Spielen bin ich ein Riesenfan. Deswegen werde ich das Video jetzt hier in wahrscheinlich um die drei Parts aufteilen. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig, dass wir mal so über die Einleitung vom Film sprechen können, über den Hauptteil und eben über das Ende. Warum ich jetzt hier so einen extra Aufwand mache, ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, der Film verdient eine bessere Kritik, eine bessere Analyse, als eben einfach nur zu sagen, er ist extrem schlecht oder er ist ganz gut, weil die Wahrheit dann doch irgendwo dazwischen liegt. Und ich habe mir den Film jetzt schon zum zweiten Mal angeschaut, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und ich habe da jetzt eine relativ breite Meinung zu dem Ganzen. Ihr habt ja schon in meiner Story gesehen und in anderen Videos, dass ich den Film eigentlich ziemlich kacke fand. Haben wir jetzt beim zweiten Gucken mal ein bisschen mit anderen Augen geschaut. Und zwar nicht mit den Augen eines Resident Evil Fans, sondern mit den Augen eines normalen Zuschauers, der vielleicht nicht ganz so in diesem Fanpool drin sitzt. Und naja, gut, was dabei rausgekommen ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß. Als ich damals gehört habe, dass Resident Evil neu aufgelegt wird, da war ich eigentlich wie wahrscheinlich jeder Fan begeistert gewesen. Und ich habe mir erst überlegt, okay, gehen sie jetzt wirklich den Schritt und nehmen das alte Skript von George Romero, der damals ja für den ersten Film ein Drehbuch geschrieben hat. Und dieses Drehbuch wurde aber abgelehnt, weil es zu nah an den Spielen dran war. Und da haben sich sehr viele drüber aufgeregt. Ich muss sagen, ich verstehe es irgendwo, weil ich glaube, wenn du ein Spiel verfilmst und das ist wirklich 1:1 das Spiel, dann kriegst du damit nicht die Zuschauerschaft, die du eigentlich damit anpeilst, nämlich eigentlich die horrorfilmliebende Filmzuschauerschaft, sondern mehr die Leute, die eben das Game auch gezockt haben und dann eben bei jedem kleinen Easter Egg und Querverweis an die Spiele sich denkt, das ist so geil, das ist so geil. Also baust du halt einfach keinen Film auf, und daher verstehe ich irgendwo den Grundgedanken, warum man gesagt hat, nee, wir wollen eine neue Interpretation der ganzen Geschichte haben. Ich bin ein Riesenfan von Neuinterpretationen, wenn man das auch wirklich durchdacht macht. Und das, was Paul W.S. Anderson damit gemacht hat, das hat angefangen als eigene Interpretation von der ganzen Geschichte und ist dann aber irgendwann komplett ausgeufert, dass man dann wirklich nur noch den Namen hatte. Man hat einfach den Namen und vom Franchise genommen und eben von den Figuren. Und das war keine Interpretation mehr, das war einfach eine komplett eigene Geschichte. Und das ist ja das, was auch dann vielen aufgestoßen ist. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, die Filme wurden teilweise besser, als er sein eigenes Ding draus gemacht hat, weil er einfach überhaupt nicht verstanden hat, worum es geht in Resident Evil. Hätten die Filme nicht diesen Namen noch getragen, wäre das Ganze wahrscheinlich auch nicht so gefloppt, kann man nicht mal sagen. Die waren eigentlich relativ erfolgreich, die Filme, aber sie wären nicht so kontrovers aufgestoßen. Ich habe selber relativ viel Kritik dafür bekommen, dass ich den Trailer so kaputt geredet habe. Und da wurde eben gesagt, ja, du kannst ja anhand von einem Trailer den Film nicht beurteilen. Und muss ich aber sagen, naja, der Trailer soll wie der Klapptext bei einem Buch wirken. Wenn der Klapptext von einem Buch mich nicht überzeugt, kaufe ich mir auch das Buch nicht. Und der Trailer hat mich nicht überzeugt, trotzdem war ich im Kino gewesen. Aber ja, ich mag halt einfach Resident Evil und ich dachte mir halt, okay, vielleicht wird das ja trotzdem was. Es kann ja nur besser werden als das von Paul W. Anderson. Und da kommen wir jetzt auch ganz kurz mal zu einem positiven Punkt, den ich dem neuen Film wirklich geben muss. Der ist eine Interpretation der eigentlichen Geschichte der Spiele. Die haben sich hier wirklich hingesetzt und haben sich Gedanken gemacht, okay, wie können wir unser eigenes Ding aus diesem Geschichtsstrang schreiben, der bereits existiert. Paul W.S. Anderson hat ja was anderes gemacht. Er hat einfach die Geschichte nicht erzählt, die in den Spielen vorhanden ist. Und das ist okay, wenn es aber nicht... Du kaufst dir doch nicht einfach die Rechte an einem existierenden Franchise, sagst, ich mache jetzt Filme dann dazu und dann
passiert aber eben das nicht. Und ich wurde auch sehr oft kritisiert, dass ich halt gesagt habe, ich sehe die Spiele nicht in dem neuen Trailer. Es muss doch, also du kannst doch nicht einfach dahin gehen und sagen, ey, ich kaufe mir jetzt die Rechte an Resident Evil. Und dann wird aber auf alles andere einfach geschissen und du erkennst Resident Evil aber nicht mehr wieder. Da musst du dir auch keine Rechte davon kaufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, die haben das sehr wahrscheinlich einfach nur jetzt kurz hingerotzt, damit sie die Rechte an dem Franchise nicht verlieren. Weil wenn du länger einen Film nicht machst zu einem Franchise, können die vertraglichen Rechte auslaufen. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist eine fiese Unterstellung gewesen. Ich glaube, das stimmt hier nicht, weil der Film sich doch anfühlt, als hätte man wirklich versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und man hatte auch tatsächlich, und das sehen viele nicht, aber ich sehe das auf jeden Fall, man hat hier wirklich Bock gehabt, Resident Evil würdevoll zu verfilmen. Man hat sich einfach nur darin komplett verhoben, dass man sofort zwei Spiele zusammengepackt hat und dann damit Wesker, Jill, Chris, um die 6 oder 7 Charaktere auf einmal einführen musste. Und jetzt kommen wir einfach mal zum Beginn, quasi zur Einleitung zum Film. Achtung, es wird jetzt hier auf jeden Fall Spoiler geben. Ich werde das Ganze jetzt hier nicht 1:1 wiedergeben, weil schaut euch den Film einfach an oder eben nicht. Aber ich will jetzt über ein paar Dinge reden, die mir sowohl positiv als aber eben auch negativ aufgestoßen sind. Und wir fangen einfach mal mit dem Opening an, also mit der Szene im Waisenhaus, die wirklich auch zu Recht von den meisten als die beste Szene im Film hervorgebracht wird. Tatsächlich fängt der Film so stark an, dass ich mir gedacht habe, okay, das kann doch was werden. Sie nehmen 3 Charaktere und verpassen ihnen eine Backstory, die wir so aus den Spielen nicht kannten, die so intensiv ist, wo ich mir gedacht habe, das ist gut, das ist richtig gut. Nehmt die Figuren, die wir bereits haben und schmückt die Geschichte noch weiter aus. Ja, weil Resident Evil, die Spiele haben meines Erachtens nach einen Riesenfehler, oder eine ganz große Schwäche. Die Figuren sind alle recht blass. Man erkennt sie, die haben alle so eine einzige Charaktereigenschaft, sind aber an sich doch alle sehr blass geschrieben. Jetzt könnte man einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Figuren und wir bauen da eben eine Geschichte drumherum, die nicht mehr so blass ist. Und das fängt auch genauso an. Wir beginnen mit Jill und Chris Redfield, als sie noch Kinder waren, in einem Waisenhaus. Und Jill fängt dann an, nachts irgendwann Lisa Trevor durch die Gänge streifen zu sehen. Und auch Lisa Trevor, die einfach im ersten Spiel kam sie im Remake vor, also nicht mal im Original, war sie gar nicht dabei, glaube ich, sondern nur im Remake. Und ja, also dass die da wirklich jetzt so eine Präsenz bekommt tatsächlich. Also man merkt sich, Lisa Trevor ist ein Charakter in diesem Film. Den Namen merkt man sich, auch wenn man mit dem Franchise nichts zu tun hat und diesen Film einfach sieht. Das ist ein Name, den man sich wirklich merkt, weil sie schon eine Art von mysteriöse Erscheinung ist. Und die bauen das ganz cool auf, indem Jill einfach immer nachts... Claire Redfield und Chris Redfield. So, Claire Redfield und Chris Redfield. Claire wacht dann eben nachts auf und sieht dann irgendwie immer, wie Lisa Trevor durch die Gänge schleicht. Da kann man es jetzt auch wieder aufregen. Warum merkt nur sie das? Ich meine, die steht da einfach hinterm Bett. Und sie wacht dann auf und sagt, Chris, sie ist wieder da. Und Chris, nee, da ist doch gar nichts. Und als Zuschauer denkst du dir halt, die steht da hinten. Die steht da einfach so. Weißt du, so. Gut, müsste jemandem auffallen, ist es aber halt nicht. Und damit beginnt dann auch quasi das ganze Szenario, dass Claire anfängt, Fragen zu stellen, weil, naja, Lisa Trevor einfach nicht aussieht, wie ein Kind aussehen sollte, in einer Einrichtung, die eigentlich behutsam mit Kindern umgehen sollte. Und die hat dann quasi so Handschellen um die Hände an und alles ist so blutverschmiert. Und dann fragt Claire sie auch noch, wo kommst du her? Und dann schreibt sie einfach nur auf den Zettel von unten. Und das ist interessant, dass man einfach hier dann schon quasi so ein bisschen auf diese Gesamtthematik eingeht. Ich musste direkt ans Herrenhaus denken, weil das Herrenhaus ist ja auch in den Spielen über einem Labor errichtet worden, quasi als Tarnung. Und ich dachte mir erst so, okay, machen Sie das Szenario jetzt hier einfach mit dem Waisenhaus? Ist das Waisenhaus einfach über einem Labor aufgebaut und Sie machen Experimente mit den Waisen, also mit den Kindern? Und dazu komme ich dann später nochmal. Das war auf jeden Fall so mein erster Gedanke und ich habe mir gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Das ist schon eine ganz coole Erzählweise und die sich jetzt auch auf Raccoon City eben auswirkt, dass hier Experimente gemacht werden und dass dann sich so der Virus verbreitet. In den Spielen sind es ja die Ratten, meine ich, die den Virus durch die Kanalisation und zu den Menschen irgendwie bringt. Und hier machen es dann irgendwie die Kinder.
Wie gesagt, das war erst meine Denkweise. Wir kommen dann noch später dazu, wie es dann eben wirklich war oder ist. Vielleicht stimmt es ja auch. Und gut, dann bekommen wir dann eben einen kurzen Cut und plötzlich ist dann auch Claire erwachsen und sie fährt in einem Truck mit einem Trucker, logisch, nach Raccoon City rein und da fangen dann schon die kleinen Problemchen an. Und das sind Probleme, die auf jeden Fall einfach existieren, weil man sich keine Zeit nimmt, weil man sich gesagt hat, wir knallen jetzt 2 Spiele zusammen, wir knallen jetzt 6 oder 7 Figuren auf einmal da rein. Jetzt muss der Zuschauer innerhalb weniger Minuten raffen, wer mit wem in welcher Beziehung steht. Und deswegen fängt der Trucker auf einmal an, uns Claires Geschichte zu erzählen. Ach, du hast mal hier gelebt und willst jetzt wieder zurück. Und ich dachte mir, warum erzählst du jetzt? Also, warum erzählst du jetzt ihr das, was sie anscheinend dir vor 5 Minuten erzählt hat? Das erzählt er, damit der Zuschauer das rafft. Aber das wirkt eben sehr seltsam. Ich fand es halt ganz lustig, dass man hier auch den Burger mit eingebaut hat, diesen Ekelburger. Und ich bin immer noch der Meinung, der Burger sieht so fettig und so aus. Ich glaube, der schmeckt schon ziemlich geil. Ich habe das mir schon beim Spiel damals gedacht. Ich glaube, der schmeckt ziemlich gut. Ich bin schon widerlich. Naja. Auf jeden Fall, der knabbert dann eben da an seinem Burger rum und fängt dann da eben an, oh, Raccoon City ist ja so scheiße und hier ist eigentlich alles voll Kacke und ich würde da niemals hinwollen. Aber eigentlich fährt er ja gerade dahin. Und dann fängt er an, Claire zu befummeln. Und naja, er meint dann eben, ja, was willst du eigentlich bei deinem Bruder? Bleib doch bei mir und greift dir so zwischen die Beine. Und du denkst dir halt so, okay, jetzt haut sie ihm aufs Maul. Kommt dann aber eben nicht so weit, weil der Trucker dann, während er halt gerade am Befummeln ist, eine junge Dame über den Haufen crasht, die wohl schon ein Zombie gewesen ist. Und dann steigen sie eben beide aus. Es ist übrigens auch noch ein Hund mit im Truck, der ist noch ganz wichtig. Steigen sie eben dann beide aus und gucken dann, okay, da liegt jetzt irgendwie eine, ich glaube, die ist tot. Und dann passiert was sehr Seltsames. Und zwar, die tote Frau steht logischerweise wieder auf. Wir sind hier im Resident Evil Universum, also gibt es auch Zombies. Und dieser Shot würde funktionieren, wenn Claire alleine gewesen wäre. Man sieht Claire dann quasi von vorne und sieht, wie hinter ihr die Frau wieder aufsteht. Ja, so diese Silhouette sieht man eben einfach. Und man denkt sich, okay, sie sieht es eben einfach nicht, weil das auch alles sehr leise ist durch den Regen. Da wird das Ganze so ein bisschen, man merkt halt einfach nicht, dass sie da wirklich aufsteht und dass sie noch langsam weglatscht. Dann kann man sich auch wieder drüber streiten. Was ich aber gedacht habe, ist, Claire steht hier. Nehmen wir an, das ist Claire. Hier steht der Trucker. Die gucken sich in die Augen. Und hier steht der Zombie auf. Warum hat der Trucker das nicht gesehen? Also warum, das ist eine sehr seltsame Szene, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum merkt er das jetzt gerade nicht? Dass das Claire nicht wahrnimmt, da kann man auch drüber quatschen. Ich meine, trotzdem hörst du das doch, wenn jemand hinter dir wieder aufsteht, der angeblich tot gewesen wäre. Aber sie sieht es eben nicht. Und darauf zieht dann eben der Film auch ab. Du siehst nur, was du auch siehst. Ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Der Trucker hat sie aber eigentlich gesehen. Das wird komplett ignoriert. Und jetzt kommen wir trotz allem zu einer sehr positiven Sache. Ich bin ein riesiger Fan von jetzt bricht die Scheiße erst richtig aus. Ich mag in Zombiefilmen den Moment vor der Hardcore-Apokalypse, während alles ausbricht, während langsam das ganze System der Regierung zusammenbricht. Und das ist auch ein riesen Kritikpunkt für mich an The Walking Dead, weil sie einfach genau diesen unfassbar geilen Moment komplett rausschneiden. Ja, man sieht ja quasi nur, wie Rick aufwacht und dann ist schon die Apokalypse voll am Dampfen. Ich will aber sehen, wie nach und nach alles zu Bruch geht. Und deswegen mag ich auch World War Z. Jetzt kommen wir aber ganz vom Thema weg. Wir bleiben in Resident Evil. Hier haben wir nämlich auch jetzt den Ausbruch mit einer wirklich schönen Kettenreaktion. Und zwar wird später noch gesagt, ey, bei den Ugly Mountains in der Spencer Villa, da gab es wohl eine verstümmelte Leiche. Und von dieser Spencer Villa ist dann eben ein Zombie heruntergelaufen. Dieser Zombie wird dann von dem Trucker über den Haufen gefahren. Und jetzt wird der Hund wichtig, weil der Hund nämlich aufsteht, als die Frau wegläuft, die Zombie-Frau, und dann quasi hinter ihr her schnüffelt und dann einfach das Blut auf dem Boden von ihr ableckt. Das heißt, der Hund infiziert sich in diesem Moment einfach auch selber. Und später dann eben auch der Hund den Trucker. So, ich mag diese Kettenreaktionen, die zu einem Ausbruch führen in diesen Filmen. Und das haben sie hier echt ganz cool gemacht.
Was sie seltsam gemacht haben, ist, dass Claire einfach wieder in den Truck mit ihm einsteigt und einfach weiter nach Raccoon City fährt. Und plötzlich haben sie auch beide vergessen, dass er sie eben gerade noch irgendwie sexuell belästigt hat. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig, weil wir haben ja gerade eine Alte über den Haufen gefahren, die unserem Anschein nach trotzdem noch lebt, schwer verletzt in den Wald gelaufen ist. Und wir fahren aber einfach weiter. Ich meine, Resident Evil ist trashig, aber das war ja doch ein bisschen zu viel. Da habe ich mir gedacht, das ist... Nee, dann... Naja, gut. Auf jeden Fall lernen wir dann jetzt die gesamte Crew kennen. Beziehungsweise noch nicht. Wir lernen erstmal den größten Trottel der ganzen Geschichte kennen. Nämlich Leon fucking S. Kennedy. Leon S. Kennedy ist einfach der Typ, der... ich weiß nicht. Im zweiten Spiel war er noch nicht so der Over-the-Top-Bulle, wie er es dann später in Teil 4 oder eben auch in Teil 6 wird. Aber er war kein Idiot. Er war auch einfach kein Angsthase. Er war schon immer... Er hat versucht, mutig zu sein. Er war wirklich so ein Typ, wo man sich gedacht hat, den finde ich klasse, den Kerl. Das ist so. Der sticht so heraus. Der hat einfach was, der will. Der bemüht sich eben einfach. Hier sehen wir jetzt Leon S. Kennedy, wie er aufwacht, sich in seiner Bettdecke versteckt hat und links neben ihm, das ist rechts, links neben ihm steht eine Flasche angesoffener Whisky, rechts neben ihm steht eine Flasche Bier. Und er steht dann eben auf und knallt sich dann noch das Bier in die Birne und watschelt dann in Polizeiuniform in den nächsten Pub. So lernen wir Leon kennen, als versoffenen Versager, der dann jetzt auch noch gemobbt wird. Hier kommen wir wieder zum Thema Interpretation. Das ist keine Interpretation, bin ich der Meinung. Hier hast du einfach den Namen genommen und hast was komplett anderes draus gemacht. Eine Interpretation ist doch immer, man nimmt eine Figur und ändert den Charakter auf eine wiedererkennbare Weise ab. Stimmt ihr mir dazu? Da bin ich da echt zu streng jetzt gerade. Aber du kannst doch nicht einfach eine Figur nehmen, die im Franchise komplett jemand ist, der sich einfach bei allem, was er macht, Mühe gibt und machst ihn zu einem versoffenen Vollversager, der auch wirklich nichts mehr blickt später in der Geschichte. Er ist der dümmste Charakter in dieser ganzen Geschichte. Und ja, sich über den Cast aufzuregen, finde ich Quatsch. Der Cast macht an sich das Beste aus den Rollen, aber die Rollen sind einfach total dämlich geschrieben. Und da kommen wir jetzt zum Rest der gesamten Truppe. Dass man jetzt hier die Stars und die RPD zusammenschmeißt, finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Für die, die die Spiele nicht gezockt haben, die werden sich jetzt nämlich auch denken, das bockt's mich. Ist auch okay, das wäre sonst ja noch komplexer geworden, wenn man in diesen Wirrwarr von zwei verfilmten Spielen jetzt noch zwei verschiedene Einheiten oder Spezialeinheiten und normale Polizei mit einführen würde. Da würdest du ja gar nicht mehr drauf klarkommen als Laie. Und dann lernen wir Albert Wesker kennen. Und auch hier hat man den nicht neu interpretiert. Man hat einfach eine komplett neue Figur aus ihm gemacht. Also das ist nicht der Wesker, den man so kennt. Wesker ist dieser coole und kühle Typ, der eigentlich immer sehr, der hat immer so eine Art Selbstvertrauen, schon so eine Arroganz an sich. Und Wesker siehst du nun einfach mal von vornherein an. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, ja, ob er jetzt böse oder gut ist, aber mit dem legst du dich einfach nicht an. Hier lernen wir Wesker kennen als einen Bully. Er kommt drüber, als wäre er gerade so auf der Highschool und stellt einfach mal dem besoffenen, an der Bar schlafenden Leon S. Kennedy eine Ketchup-Tube auf den Kopf. Und dann sagt er zu Jill, jetzt kommen wir nämlich zu Jill, die ist auch mit dabei. Und Wesker und Jill sind irgendwie zusammen. Und dann sagt er zu Jill, schieß ihm die... Ich wette, du triffst die Ketchup-Tube auf seinem Kopf nicht. Und daraufhin nimmt sie einfach ihre echte Knarre und zielt auf ihn. Und dann sagt Wesker, du sollst nicht auf ihn schießen, du nimmst diese Spielzeugpistole. Dann nimmt sie die Spielzeugpistole, schießt Wesker so einen kleinen Gummipfeil auf die Stirn und schmeißt Leon die Pistole an den Kopf. Und du sitzt da und denkst dir, was gucke ich mir da gerade eigentlich für eine Scheiße an? Was ist das denn gerade für eine Einleitung? Der eine ist ein versoffener Vollversager und die anderen sind so diese Cabin in the Woods Stereotypen, die einfach andere Leute permanent dissen müssen, weil sie halt selber so cool sind, dass sie nichts ertragen, was nicht so cool ist wie sie selbst. Es ist schon extrem schlecht gewesen. Und dann kommen wir zu den Dialogen. Der Dialog die Szene ist echt legendär. Die kommt wirklich in meine Top 5 der legendärsten
Szenen in der Filmgeschichte, weil die bleibt dir einfach im Kopf hängen. Nachdem sie dann eben alle irgendwie Leon gedisst haben und der dann aus seinem Suff langsam wieder aufwacht, fängt man dann an, sich zu überlegen, jetzt müssen wir den Zuschauer mal die Charaktere vorstellen. Ja, das geht dann so. Hör auf damit, Albert Wesker. Okay, Jill Valentine. Ja, du bist doch Leon S. Kennedy. Wofür steht eigentlich das S für saublöd? Ja, versteht ihr, weil Leon ist ein Trottel. Deswegen steht das S für saublöd. Ja, ich bin Leon S. Kennedy. Ja, du hast doch deinem Ex-Kollegen in den Arsch geschossen. Ja, ich habe meinem Ex-Kollegen in den Arsch geschossen. Hallo Leon S. Kennedy, ich bin Jill Valentine. Ich habe auch gehört, du hast einem Kollegen in den Arsch geschossen. Ich habe einem Kollegen in den Arsch geschossen. Ich bin Leon S. Kennedy. Das Ding ist, ich habe jetzt versucht zu übertreiben. Ich habe es gar nicht mal so sehr übertrieben. Das läuft ungefähr genauso ab. Niemand stellt sich so vor. Vor allem nicht, wenn man sich kennt. Und dann bringen sie in diesen ganzen Cringe noch eine eigentlich relativ coole Szene rein. Für Leute, die die Spiele nicht kennen, im Spiel gibt es eine Stelle, in der Jill beinahe von so einer Decke zerquetscht wird. Das ist eben so eine Falle im Herrenhaus, da kommt die Decke von oben runter und dann kommt Jill nur ganz knapp raus, weil sie von Barry gerettet wird. Und dann sagt dann Barry in dieser extrem ernsten Situation einfach, du bist fast ein Jill-Sandwich geworden. You were almost a Jill-Sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Und das wurde ein Klassiker bei den Fans. Und das haben sie ja auch mit eingebaut. Und zwar wetten irgendwie Wesker und Jill, dass Jill es nicht schafft, Leon diese Ketchup-Tube vom Kopf runterzuschmeißen. Sie wetten um Geld eigentlich und danach schafft sie es ja auch nicht. Und dann nimmt sie einfach sein Sandwich und sagt halt, das ist jetzt ein Jill-Sandwich. Und an sich wäre das ganz lustig gewesen. Das wäre so ein kleiner Seitenhieb, den hätte man nicht verstanden, wenn man die Spiele nicht kennt, wäre aber auch nicht negativ aufgefallen. Aber es funktioniert einfach nicht, weil das einfach während dieser ganzen Cringe-Phase kommt. Die stellen sich alle gerade mit Vor- und Nachnamen vor, permanent, reden darüber, dass Leon seinen Ex-Kollegen in den Arsch geschossen hat, während der besoffen an der Bar sitzt, schmeißen mit Spielzeugpistolen nacheinander und dann sagt sie noch, ich habe übrigens ein Chill-Sandwich, weil ich bin Chill und das ist mein Sandwich. Eieiei, das ist wirklich eine extrem böse Szene und ich habe tatsächlich mir auch noch andere Kritiken angeguckt und es gab einige YouTuber, die auch gesagt haben, sie fanden die Dynamik der Figuren am Anfang noch relativ cool. Ich muss sagen, nein, ich fand die Dynamik überhaupt nicht cool. Das war wirklich, als wären die gerade von der Highschool gekommen und das ist einfach falsch. Ihr müsst euch überlegen, in den Spielen ist das so, ihr lernt diese Figuren kennen im ersten Spiel, das ist eine Spezialeinheit. Ja, die werden gerufen, wenn wirklich die Scheiße am Dampfen ist. Und dann werden die gerufen, um dieses Haus, dieses Spencer... Nee, das ist sogar falsch. Sie werden gerufen, um einen abgestürzten Helikopter zu untersuchen und geraten dann eben in das Herrenhaus, wo dann eben Zombies, Zombiehunde und Co. Rumschleichen. Und das Krasse daran ist eben, dass du dann im Spiel plötzlich merkst, ich zock jetzt hier quasi einen extrem krassen Spezialeinheiten-Typ. Und trotzdem kommt der mit der Situation aber einfach nicht klar. Das ist einfach das Krasse an diesem ersten Spiel, dass du wirklich eine Spezialeinheit bist, die aber nicht in der Lage ist, die Kontrolle über die Situation zu erlangen. Und hier denkst du dir von Anfang an, es wundert mich nicht, dass diese Idioten in diese Scheiße reingezogen werden. Das ist genau der Haufen von Menschen, die in diesen Mist reingezogen werden. Und zwar nicht, weil der Mist so krass ist, einfach weil die so blöd sind. So werden sie zumindest eingeführt. Und ja, das ist so die Einleitung der Geschichte und eben auch der Figuren. Also wie gesagt, positiv hervorheben muss man auf jeden Fall diesen schönen Schmetterlingseffekt der Apokalypse und eben dann der Infektionen, die sich ausbreiten. Ach, ganz kurz aber noch, bevor ich es jetzt vergesse, diese Szene muss ich unbedingt erwähnen. Die spielt logischerweise auch in der gleichen Cafeteria wie der ganze andere Cringe-Stuff, den ich gerade erwähnt habe. Leon sitzt dann irgendwie noch als Letzter da, also die gehen irgendwann alle. Leon bleibt aber einfach noch da, weil er halt der Lauch ist und deswegen nicht mit den coolen Kids mitgehen darf. Und dann guckt er die Bedienung an und die blutet einfach so am Auge. Und sie so. Und dann sagt er, geht's ihnen gut? Und sagt so, ja, eigentlich schon, warum? Ja, sie bluten am Auge. Ja, das habe ich aber schon länger. Und er sagt einfach, okay. Sie sollten das vielleicht mal untersuchen lassen und geht. Das ist eine Szene, die sehr seltsam ist, weil ich bin auch jemand, ich renne nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt.
Aber wenn dir das halbe Auge seit mehreren Tagen aus der Augenhöhle immer weiter rausguckt und da Blut runterläuft, das fühlt sich einfach auch so an, als das ist halt ein Anteasern. Ja, hier ist eine Infektion im Gange. Aber die Infektion lässt der Dame das halbe Auge rausblocken. Das ist jetzt übertrieben, sie blutet. Also sie blutet aber schon ziemlich stark hier am Auge einfach. Und sie, ja, ich gehe aber halt nicht zum Arzt, schon seit mehreren Tagen so. Und du hast auf deinen Partner geschossen? Ja, das ist eine lange Geschichte, die ich... Was ist mit deinem Auge? Ah, keine Ahnung, ist schon seit ein paar Wochen so. Und willst du damit nicht mal zum Arzt gehen? Ah, wird schon nicht sein. Ich habe mir gedacht, so ist doch keiner drauf, oder? Es gibt genug Leute, die sagen, nee, ich gehe nicht zum Arzt aus Gründen. Ich gehe ja auch wegen der Grippe nicht jedes Mal zum Arzt, das ist schon richtig. Aber wenn mir seit Tagen das fucking Auge blutet, bin ich damit jetzt zu streng? Gibt es von euch vielleicht jemanden, der sagt, wenn das Auge blutet, das ist doch scheißegal, wenn das rauskommt, dann drückst du es halt wieder rein, mach nicht so ein Geschiss. Also mir ist das alles sehr seltsam vorgekommen. Das hier, naja, einfach mal so angeteasert wurde, ja, hier ist eine Infektion. Und ich habe mir gedacht, ich habe es verstanden. Man sieht übrigens auch noch kurz vorher, dass der Truckfahrer, nee, kurz danach sieht man, dass der Truckfahrer auch von seinem Hund dann eben gebissen wird. Und das sieht eben ganz cool aus, weil man hier anscheinend noch einen echten Hund benutzt hat und der Hund dann auf einmal so Sabber am Maul hat. Jetzt hätte er so die Tollwut und dann beißt er eben seinem Herrchen so in die Hand und dann merkst du, aha, jetzt ist der Virus wirklich in der Stadt angekommen. Und das ist die Einleitung der ganzen Geschichte. Danach erreicht Claire noch das Haus von Chris. Und man erfährt, dass die beiden wohl auseinandergegangen sind irgendwann mal. Mehr erfährt man ja erstmal nicht. Das hebe ich mir mal für den nächsten Part auf. Man erfährt hier auf jeden Fall erstmal, dass Chris wohl ohne Jill aufgewachsen ist. Ab einem bestimmten Alter. Weil er nämlich auch sagt, Birkin war wie ein Vater für mich, als du weg warst. Und auch da muss ich wieder sagen, Chris Redfield und William Birkin so in eine Vater-Sohn-Beziehung reinzudrücken, hat sich irgendwie geil angefühlt. Das ist eine super coole Idee. Also es funktioniert irgendwo, dass man Teil 1 und Teil 2 miteinander verknüpft. An manchen Stellen, an vielen aber leider auch nicht. Und es hat auf jeden Fall einen sehr positiven Effekt, weil man dann eben jetzt sagen muss, okay, Chris hat einfach jetzt einen persönlichen Grund, Abneigung gegen die Verschwörungstheorien von Claire zu haben, die eben meint, dass da irgendwas im Gange ist, irgendwas stimmt hier nicht. Und Achtung, Spoiler, das ist eh ein Spoiler-Part hier. William Birkin steckt in der Scheiße mit drin und er wird aber von Chris als eine Art Vaterfigur gesehen. Und ich dachte mir, das ist doch verdammt cool. Also die Grundstory vom Aufbau her hat für mich funktioniert, nur die Figuren halt schon mal nicht. Und leider, naja, ändert sich dann später noch ein bisschen was. Dazu kommen wir dann im nächsten Part zu sprechen. Man kann auf jeden Fall so viel sagen. Ich glaube, dieses Meme hier unterstreicht einfach perfekt diesen Film im Vergleich zu den Paul W.S. Anderson Filmen von Resident Evil. Auf einer Skala von 1 bis 5, was würde ich ihm denn geben? Für die Einleitung würde ich sogar sagen, bekommt er auf jeden Fall 4 Punkte. Und der eine Punkt Abzug ist eigentlich nur wegen den Charakteren. Diese ein oder andere Szene, die halt da keinen Sinn macht, wie dass der Truckfahrer den Zombie nicht sieht, da kann man drüber wegsehen, komm. Aber die Figuren sind einfach scheiße geschrieben. Aber ansonsten würde ich sagen, die Einleitung vom Film bekommt von mir auf jeden Fall 4 von 5 Punkten. Und mal gucken, wie stark der Hauptteil und das Ende das Ganze noch crashen können. Wenn ihr nicht zum nächsten Part abwarten wollt, dann könnt ihr euch auch einfach mal hier oben mein Video zum Trailer angucken. Oder eben dann hier unten mein Video, wo ich ein bisschen auf die Bücher eingegangen bin. Ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Und im zweiten Part von Resident Evil Welcome to Raccoon City. Bis dann, ciao.